Ja, hallo ihr Lieben. Hier ist wieder die Judith aus dem Mädchenzimmer. Wir sind bei Teil 2 von unserem Short and Simple Projekt. Und zwar wollte ich nur zeigen, was wir heute machen werden. Wir werden natürlich, sie werden anders aussehen, das was wir nachher basteln, aber die Idee ist die gleiche. Und zwar werden wir eine so eine Tasche machen, wo man dann hier was reinstecken kann. Na, das könnt ihr ja anders machen. Hier, das machen wir auch in dem Video, wird es anders sein. Da wird man diesen Tag hier nicht sehen. Und die hier oben, das sind diese, wo man diese, na, die so seitlich reinstecken kann. Also wenn die festgeklebt sind, geht es natürlich besser. Dann kann man hier was reinschieben. So, das und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Und wie gesagt, mit anderem Papier. Und ja, lasst euch überraschen. Heute geht's weiter. Heute geht's mit dem zweiten Teil oder der aus dieser Serie, dem zweiten Stück von Short and Simple. Und wir machen heute aus einem Umschlag, wie ich ja schon angekündigt habe, eine kleine Tasche und zwei Bellybands. Auf jeden Fall, so war der Umschlag mal ursprünglicherweise. Das ist ein alter Umschlag, den ich selber, also ein Brief, den ich bekommen habe. Den habe ich mit Kaffee besprüht und trocknen lassen. Und da ich ja so ein Bügler bin, ich bügle tatsächlich Papier, habe ich das hier auch gemacht. Was dabei passiert ist, was sich wahrscheinlich viele von euch denken können, zeige ich euch gleich. Und wie das Ganze hier gebastelt wird, auch. Bis gleich. Also schön dranbleiben. Ja, also als ich das gebügelt habe, ist natürlich, hätte ich auch selber drauf kommen können, ich hatte ein Tuch drüber und trotzdem ist es ja passiert, ist diese schöne Klarsichtfolie hier, die wird dann, also sie schmilzt nicht, aber sie hat komische Falten. Ich weiß gar nicht, ob man sieht das, ne? Also es sieht einfach nicht mehr cool aus. Da kann man irgendwie nichts mehr hinter verstecken. Oder es sieht gerade dann cool aus, vielleicht der eine oder andere findet es vielleicht gut. Also, wenn ihr das cool findet, dann bügelt das Zeug. Dann geht das super. Mir hat es nicht gefallen. Ich habe es also neu gemacht. Habe mir also eine neue Folie da reingemacht. Und ja. Also, das sind die Teile, die ich benutzen werde. So, und da fangen wir einfach mal an mit dem Umschlag an sich. Die packe ich hier mal beiseite. Die machen wir später. So. Ich habe mir extra diesen Briefumschlag aufgeschnitten, damit ich es ein bisschen leichter habe. Das heißt, ich habe hier mir so bedacht, dass ich das hier reinlege. So, ungefähr mittig. Und dass ich jetzt diese Teile hier drauf platziere. Also die Kaffeetasse und die Kaffeebohnen, die kommen hier innen rein. Nicht oben drauf, sondern innen rein. Und damit ich das nachher auch so habe, wie es jetzt aussieht, weil ich möchte schon, dass es irgendwie mittig ist und ein bisschen hübsch aussieht, habe ich mir einen anderen Briefumschlag zerlegt und habe mir dieses Fenster hier rausgeholt. Ja, und dieses Fenster werde ich jetzt hier auflegen. Und da habe ich mir so, das packe ich mir so ungefähr mittig und unten bündig. Also so gut wie. Und dann mache ich mir hier den Klebchen fest. Zack. Dann kann mir das erstmal nicht mehr verrutschen. Jetzt kann ich nämlich diese Teile hier schön in die Mitte kleben. Na, wirst du wohl. Ist immer das Gleiche. Und dann kann ich mir das hier schön hinkleben und ja, dann passt das. Dann geht das dahin, wo es hin soll. Ich gucke das jetzt vorher noch mal an, ob ich das so oder so mache. Ich glaube, mach so. Ja, so werden wir es machen. So, dann haben wir den inneren Teil eigentlich so gut wie fertig. Zumindest sitzt es da, wo es hin soll. Können wir unsere Maske hier wieder abnehmen. Und ja, können das in den Briefumschlag stecken. Den klebe ich dann auch damit. Das heißt, ich würde das jetzt so nehmen. Ich hoffe, dass das auch wirklich passt. Ansonsten habe ich euch jetzt was ganz Tolles, einen ganz tollen Trick verraten, ne? Der nämlich nicht geht, wenn man es nicht richtig macht. Nee, jetzt ist alles gut. Ich habe nur das Papier, hätte ich vielleicht ein bisschen anders geschnitten. Also das hier hinten, den Hintergrund, den könnt ihr auch genauso groß schneiden. Wie, na, wie
wie das eigentliche ist, ne? Ist auch nicht schlimm. So, ich würde jetzt tatsächlich das hier erstmal hier klebe ich, mache ich außen einen Rand und an dem mache ich am Fenster einen Rand. So sieht es dann aus, wenn das fertig geklebt ist. Jetzt gucke ich aber nochmal innen, ob ich hier großen Schaden angerichtet habe. Nein, alles gut. So, wenn das hier oben übersteht, dann könnt ihr das später abmachen. Da kann man das hier oben einfach nochmal begradigen. Ne? Das ist ja, kann man jederzeit ja machen. So, das wäre jetzt Nummer 1. Jetzt werden wir, ja, möchte hier oben auch ein bisschen Muster haben. Und wobei ich das immer echt, eigentlich finde ich das schon cool, wenn man das so mit dem Kaffee oder so macht. Da kann man ja jetzt noch dunkle Spritzer drauf machen oder diese Kaffeetasse einfach mal in den Kaffee reintitschen und hier raufstellen. Und dann sieht das schon irgendwie schon cool aus, finde ich. Da braucht man gar nicht so wirklich viel machen. Und ich benutze jetzt aber das Papier, was wir ja extra dafür gemacht haben. Das heißt, ich habe mir hier gedacht, ich würde hier gerne diese Schrift haben. Nochmal. Ups. Ja, das ist ein ganz zartes Papier. So, dann mache ich mich hier das mal kurz hier hoch. Ich ein Lineal. Ich reiße das Papier. Na, da mache ich nicht viel groß. Das würde ich jetzt praktisch einmal von hier bis hier, also so breit machen. Ja. Das würde ich einmal über die ganze Fläche kleben. Das heißt, das ist dann ungefähr bis hier. Das sind ganz genau sind das, naja, ein bisschen weniger als 2 Inch. Ja, auf jeden Fall weniger als 2 Inch. Aber das mache ich meistens auch gar nicht so, sondern ich lege mir das hier so an. Das ist eigentlich viel besser, sich das so anzulegen, wie man das hier oben drauf haben möchte. Ich will ja ein bisschen Rand oben noch sehen. So, und dann sehe ich das durch und mache das ungefähr hier. Und dann wird das gerissen. Wenn man es dann auch noch richtig macht, ist das toll, dass dieser Vorführeffekt ist. Cool. Freue ich mich doch jedes Mal. Wahrscheinlich kann ich das gleich noch einmal machen, weil das mir nicht gefallen wird. Und das ja wahrscheinlich hier bei dem dann immer ganz cool aussieht. Ach, das können wir wirklich so lassen, das finde ich gar nicht dramatisch. So, jetzt haben wir hier das Stück, was ich mir noch ausgesucht habe. Das möchte ich gerne hier runterkleben. Und zwar nehme ich mir das hier ab. Schwupp. Und dann, die habe ich mir so gedacht. So. Dann auch nicht ganz bis ran. So. Okay, also bis dahin. Das finde ich schon mal cool. So. Ich würde das aber tatsächlich so machen. Aber ohne diesen Rand. Also hier oben ist immer noch der Rand von dem vom Drucken. Das kann man mit Sicherheit auch bei anderen Druckern geht es, das einzustellen. Bei meinem hat das irgendwie nicht funktioniert. Oder ich habe nicht die richtige Einstellung gefunden. Das mag ich nicht abstreiten. Den würde ich jetzt hier hin machen. So, dann würde ich jetzt also praktisch das hier abziehen. Das hier abziehen. Jetzt machen wir das mit dem Stick. Ich werde das aber auf
den Briefumschlag machen mit dem Stick, weil mir das Papier hier sonst immer reißt. Oder jedenfalls ist es eher schwierig, das da so ordentlich zu machen. Ich werde das hier oben einfach kleben. Nicht zu weit reingehen. Dann sollte das auch funktionieren. So, bis runter. Annähernd. Alles, was dann sich hier nochmal hochhebt, das können Sie ja immer noch. Könnt ihr ja immer nochmal kleben. Das ist dann kein Problem. Da kann man das mal kurz anheben. Und dann nochmal drüber gehen, ne? Das kennt ihr ja. Okay, dann haben wir das schon mal geklebt. Ist der Rand schon fertig. Jetzt machen wir den Rest mit anderem Papier. Ich packe das mal hier kurz beiseite. Also das war, wie gesagt, das Papier, was wir bedruckt haben. Die bedruckte Seite. Und jetzt haben wir hier noch das. Das mache ich jetzt hier unten lang. Und das mache ich dann so. Genau. So. Das heißt, wir haben ja jetzt hier noch unsere Lampe. Die kommt jetzt hier noch mit rein. Und dann kommt der Schmetterling da noch mit rein. So, so ist mein Plan. So werde ich das machen. Den muss ich mal gucken, ob ich den so lang oder in die andere Richtung mache. Oder ich mache den einfach hier oben drüber. Nee, da gefällt der mir nicht. Ich möchte den gerne hier haben. So. Ja, genau. Okay. Das mache ich jetzt fertig. So, da haben wir die Lampe auch schon kleben. Dieser Schmetterling hier, der ist, also das ist ein Digitalprint. Und den habe ich praktisch auf Washi-Tape gedruckt. Da gibt es, es gibt tatsächlich solche Washi-Tape-Blätter. Und da kann man die praktisch durch den Drucker jagen und dann hat man das, was man sonst so als fertiges Stückchen kaufen kann, Washi-Tape sozusagen. Das heißt, wir können den jetzt hier abziehen. So ist der Plan. Mal sehen, ob ich das hier überhaupt hinkriege. Weil man ja hier nichts zum Anfassen hat. Ist es. So, das hat ja jetzt auch den Effekt, dass hier ein bisschen durchschälen wird. Ich mach den daher. So, ist das toll. Upp. So, das klebt hier nicht so schön. Hätte ich mal auch mit dem anderen machen sollen. So. Das klebt. Und jetzt haben wir ja noch die eine Stelle hier, wo ich gerne noch was drüber machen wollen würde. Und da gucken wir mal, was wir da finden können. Ich denke mal, da gucken wir mit irgendwie so einem kleinen, irgendwas Kleines. So, das werde ich jetzt noch mit Tinte außenrum machen. Das ist hier braun. Das habe ich hier auch verwendet bei den Teilen, bei der Kaffeetasse und den Kaffeebohnen und so. Und dann sehen wir das Zeichen gar nicht mehr. Also ihr könnt damit also praktisch alte Briefumschläge schick machen, sozusagen. So, das wäre fast fertig. Jetzt werde ich hier oben nochmal ein Loch reinstanzen, also einen Halbkreis reinstanzen. Und dann wird es hier an den Seiten noch zugeklebt. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt also meinen ganzen Kram zusammengeholt. Wir sind immer noch hier. Wir wollen ja jetzt hier oben einen Eingriff sozusagen reinschneiden. Da haben wir praktisch, das kennt ihr ja, das ist ja
überall gleich. Da kann man sich jetzt die Mitte machen, aber so genau mache ich das jetzt mal nicht. Also das mache ich rein optisch. Das muss reichen. In der Regel reicht das auch. So, dann haben wir den auch schon mal drin. Und ja, mehr würde ich nicht machen. Man kann natürlich auch hinten das jetzt noch schön machen. Weil bei mir ist ja jetzt praktisch hier hinten dieser Kaffee, ja, vom Umschlag der Rest, der mit Kaffee besprüht. Hoppala. Das kann man schöner machen, wenn man das möchte. Ich finde das aber okay so, weil ich jetzt sowieso nochmal mit so einem, mit dem Ink rüber gehe. Und dann werde ich das alles hier so noch ein bisschen mit Vintage-Foto oder Tea-Dye, weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, das wird mir ja vielleicht ein bisschen sehr dunkel. Wir probieren das erstmal hier mit und gucken mal, wie wir hinkommen. Und ja, dann kleben wir noch die Seiten zu. Ja, und das machen wir jetzt erstmal. Doch noch ein bisschen dunkler hier oben. Ist der Übergang ein bisschen schöner. Da hat bestimmt jeder auch so seine eigene Technik. So, das reicht mir so. Ah, Moment, jetzt gehe ich doch noch mal kurz hier lang. An dem Rand hier. Dann sieht das wieder. Die böse Ecke. Okay. Ja, so finde ich das okay. Jetzt werden wir hier das zumachen. Wird das auch eine Tasche vor. So, ganz zum Schluss gehe ich tatsächlich hier nochmal mit dem ganz dunklen lang. Weil wenn man das dann einklebt, dann finde ich das schön, wenn sich das dann richtig im Gesamten wirklich abhebt. So. Also mir gefällt das sehr gut. Das ist vielleicht nicht jedermann Geschmack, aber das ist ja, es geht ja wirklich bloß um die Technik, dass Bild da drauf oder was auch immer ihr da drauf machen wollt, das kann ja jeder machen, wie er mag. Was gefällt, ne? So, das war jetzt die Tasche. Jetzt machen wir schnell noch die beiden Bänder und dann ist das schon fertig. Die machen wir ganz einfach. Da habe ich das auch schon vorbereitet. Das heißt, da nutze ich genau das Gleiche. Einmal in Streifen, einmal mit dem Schrift, mit der Schrift. Und ich habe praktisch hier wieder das bedruckte Seidenpapier am Wickel. Ich würde das hier wieder einschmieren. So, dann habe ich hier wieder meine Schmetterlinge aus Washi-Tape. Und die klebe ich jetzt hier wieder drauf. So, auch hier werde ich jetzt die Ränder nochmal schwärzen und dann hole ich euch gleich nochmal ran und zeige es euch nochmal. So, ihr Lieben, das war's schon. Sie sind gebastelt sozusagen, die ganzen Dinge, die wir tun wollten. Jetzt aber.
So, jetzt hole ich das mal hier alles her. Mal die schöne Mutter. So. Jetzt haben wir hier unsere Teile. Ja, ich finde, die sind ganz cool geworden. Das sind die beiden einzelnen. Ja, also wie gesagt, die müsst ihr ja auch nicht zusammenpacken. Das ist dann vielleicht auch manchmal zu viel, dass es einem zu bunt wird. Ich finde es cool so. Aber das könnt ihr ja selbst entscheiden. Ja, ihr Lieben, wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und gerne auch einen Kommentar dazu. Oder wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir das doch einfach. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder im Mädchenzimmer. Tschüss, sagt eure Judith. Ciao.